In Leipzig-Leutsch beim FC Sachsen waren die Münchner Löwen von 1860 zu Gast. Und nicht nur, weil auch im Leipziger Wappen das edle Tier zu finden ist, war klar, beide Mannschaften würden kämpfen wie die Löwen. Lacht er oder gähnt er über die folgende Schlagzeile? Löwenjagd war angesagt, fragte sich nur, wer wen. Immerhin gehört der Leipziger Löwe nicht nur zum Stadtwappen, sondern auch zum Club-Emblem. Und die 60er aus München heißen seit Jahr und Tag die Löwen. Das Löwenpärchen Tamrin und Cleo im Leipziger Zoo erfreute sich am Sonnabend nur bescheidener Aufmerksamkeit. Wesentlich mehr Interesse erweckte der Auftritt der neuen Bundesliga-Löwen aus München. Unter den 8000 auch Altmeister Alfred Kunze, der an alte Chemie-Glanzzeiten erinnert wurde. Beim plötzlichen Stromausfall musste improvisiert werden. Dann konnte es endlich losgehen. Das 22-jährige Geburtstagskind Daniel Fröhlich im Tor wollte sich für die Patzer aus dem Spiel gegen Aue rehabilitieren und das gelang. Aufmerksam gegen den Österreicher Packhult, der wie sein Stürmerkollege Winkler bei Pfitzner und Saalbach in besten Händen war. Mit Sängers Einsatz als Libero kehrte Ruhe in die Abwehr. Beeindruckend seine Übersicht im Zweikampf. Die Leutscher begeistert und auch die Löwenfans angetan. Die Leipziger beeindrucken mich einigermaßen. Die Gastgeber kämpften wirklich wie die Löwen. Einsatz von Neuzugang Klee. Auch ein weiterer Neuer, Thorsten Fetz, machte seine Sache gut. Aber Berg im Tor wie ein Fels in der Brandung, während seine Vorderleute schon auf dem Zahnfleisch liefen. Wie übrigens auch Tamrin ein paar Kilometer weiter. In der Verlängerung noch einmal Aufregung, als Schiedsrichter Heinemann ein Foul von Leitzke an Tote Berg sah. Kein Tor. Auch die Zeitlupe gibt keinen endgültigen Aufschluss. 0:0 also nach Verlängerung. Elfmeterschießen war angesagt. 17.57 Uhr traf Packhult für die Gäste als Erster. Frank Nierlich dagegen Opfer der eigenen Nerven. Schon eigentlich ziemlich sicher, den Elfmeter reinzuhauen, aber dann wurde das Tor halt immer kleiner und dann war er halt drüber. Der Ex-Dresdner Miki Stevic souverän vom Punkt. Da muss ich ehrlich sagen, Sachsen-Leipzig war eine sehr gute Mannschaft. Thorsten Fetz, der nächste Unglücksrabe. Doch auch die Löwen zeigten Nerven. Der frühere Rostocker Jens Dove verschoss. Hammermüller traf als erster Leipziger. Und als Daniel Fröhlich Kellers Elber parieren konnte, Pfitzner zum 2:2 ausglich, war alles wieder offen. Bei Seligers Schuss hatte Schiedsrichter Heinemann noch nicht angepfiffen, aber der Münchner auch in der Wiederholung stark. Jens König sicher zum 3:3 und dieses Tänzchen kennen wir schon von woanders her. Der sechste Schütze für die Gäste, Winkler, vielleicht haltbar? Ich sag mal, mit bisschen Glück und wie soll ich sagen? Die Entscheidung gegen die Sachsen. Ausgerechnet der torgefährliche Carsten Klee scheiterte am eingewechselten Torhüter Meier. Das ist wie ein Glücksspiel, Elfmeterschießen. Einer ist der Dumme. Ich bin's heute. Ja, blind von uns. Also, was soll man noch sagen? 3 Elfmeter verschossen. Ein Zeichen ist jetzt riesengroß bei der Mannschaft, man sieht's. Trost bekamen die Spieler von ihren treuen Fans und vom Gästetrainer. Wenn man dann guten Fußball spielt, kommen die Zuschauer und dann macht es auch Spaß und dann wird auch die Arbeit, die man gemacht hat, anerkannt. Stress und Erschöpfung nicht nur bei Fans und Spielern, auch Löwe Tamrin sichtlich geschafft.